frag mich, wer der Typ ist. Ob das Kaas ist? Denn der war ja auch mit uns im Helikopter, wenn ich mich richtig erinnere. Hätte also... Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? The whole world wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Ja, beide dieselbe Synchronstimme. Need a little pick-me-up? Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! Ah, endlich können wir selbst was machen. Das ist mehr als uns nur einfach umzuschauen. Das war klar. We're getting out of here. Move it. Ja, der gute Mann macht doch schon. Let's take the stairs. Eieieiei. Hoffentlich rennt uns hier nicht gleich direkt ein Soldat in die Arme. Ich habe ja so ein bisschen den stillen Verdacht, dieser Typ da, der meinte, man sieht seine Arschfalte. Er meint ja auch gerade, ich habe dich 9 Jahre lang am Leben erhalten. Ich glaube, das ist wirklich, wie soll ich sagen, so eine Art Erscheinung, so eine Halluzination von Snake. Weil die haben beide Kiefer Sutherland als Synchronstimme, wenn ich das richtig groß gehört habe. Hab ja erst gedacht, vielleicht ist das Kaas, aber dann hätte er sich ja längst zu erkennen gegeben. Ernsthaft? Der hätte sich jetzt gerade an dem Sitz da hochziehen können und er versucht es dann hier bei dem Wasserspender. Also bei dem Teil, was auch noch umfallen kann. Ja, genau. Macht absolut Sinn. Dass der Typ nur eine Halluzination ist. Diese Theorie könnte auch dadurch gestützt werden, dass er uns nicht gerade hier hilft. Dass wir uns nicht an ihm anlehnen dürfen. Oh. What the hell is that? Something's coming. Zu haben. Diese Soldatin hat ja, ist ja verbrannt. Er hat Ernst gerettet. Und
wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Ach komm schon, Snake, jetzt steh doch mal auf. Ja, komm, auf, auf. Ja, 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 komm, du schaffst es. Ach, verdammt. Es fällt mir schon unglaublich schwer, überhaupt zu kriechen. Man kann sich ungefähr erahnen, ungefähr vorstellen, wie kaputt der Mann gerade ist. Toll! Arschfalte von dem Typ. Hold up, let's fix this. Next time, do it yourself. It's always good to try and mend your injuries while hiding from the enemy. War das ein Hinweis darauf? Over there. Dass man sich später selbst behandeln kann? Ich muss dazu sagen, ich bin völlig spoilerfrei hier reingegangen in das Spiel. Ich habe mich so gut wie gar nicht informiert, weil ich genau wusste, Kojima-Werk wird sowieso phänomenal gut. Oh oh. Wir sind noch unbewaffnet. Let's go. Gerade mal halbwegs auf den Beinen. Nicht gut. Ah, wir können schleichen. Geil. This way, hurry. Mann, ey. Wenigstens hat er noch einen Gnadenschuss bekommen. Mit den Schmerzen hier rumzuliegen wäre mit Sicherheit auch nicht schön gewesen. Können wir uns die Waffe schnappen? Komm, Snake. Das schaffst du. So. Help me. Was? I don't want to die. Lass mich los, Mann. Das war jetzt mal ein anderer, ne?
willst aber quasi direkt aus der Hölle fliehen. Ja, ich beeile mich ja schon. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen Angst, wenn man hier schon so gehetzt wird, dass man am Anfang so ein paar Secrets irgendwie übersehen könnte. Ich hoffe ja nicht. Vermutlich nicht so clever. Ja, das dachte ich mir. Eieiei. Die das hier alles nur wegen uns machen? Alles nur wegen Snake? Uns zu bekommen? Und alle Zeugen zu vernichten? Huch. Mal, hier kann man ins Menü also rein. Modus offline, ja, ich glaube, die Server sind noch nicht hochgefahren. Ich spiele ja gerade direkt, nachdem ich es runtergeladen habe. Am Anfang. Eieiei! Was? Don't you die on me. Ja, ich stehe ja schon da. Ahab. Ahab. Ja, ich bin jetzt irgendwie nicht davon ausgegangen, dass wir hier sterben können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte irgendwie, dass das... Da steht zwar, ich soll die Back-Taste drücken, um in Deckung zu gehen, aber... Naja. Ganz ruhig, Mann. Oh oh. Erstmal in Sicherheit. Frag nur für wie lange. Move, go! Oh oh. Bin dann mal weg hier. Scheiße, wie viele Leute da noch sind. Kann man die irgendwie hier rausholen? Nee. Leider nicht. Come on. Oh Mann, da unten sind auch schon wieder welche. Können wir hier irgendwo weiter? Ah, jetzt geht's doch hier lang. Die werden uns wahrscheinlich als menschliche Schutzschilde dienen. I'm a Grigola. Come on. Hab ich so die Befürchtung. What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Do you hear that? What's going on over there? Hey! 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 I can't see what's happening. What is that? What's happening out there? Does anybody know? Hey! You should be okay. Do you hear them coming? Ich sag's doch. Ich hab's befürchtet. So.
schleiche jetzt am besten mal. Also nicht schleichen, kriechen. Direkt hier runter. Näher gehe ich jetzt mal noch nicht dran. Wo ist unser Kollege? Da drüben. Der schießt hier überall die Patienten. Was? Hier sollten wir jetzt eigentlich sicher sein. Hoffe ich. Weil er hier drin schon war. Spannend hier. Überhaupt das ganze Spiel ist bis jetzt mega spannend. Anything? Negative. He came in here. Keep looking. Entschuldigung, aber der hatte das gerade mal zu Ende erklärt. Ich leg mich hin und dann schießen die schon. Also, Entschuldigung, aber das kann ich ja nun auch nicht riechen. Auf Zypern sind wir. Ja, den Text, den hatte ich vorher nicht mitbekommen. Ja, soweit war alles klar. Oh,